Spricht erst Frau Bürgermeisterin von Lingewaard, Frau Nelly Kallers. Bitte. Danke, Dini. Geehrte Vertreter der Zweite Armee, Musikfreunde der Stadtmusik Chor und Stiftungsrat der Zweite Woche, ich heiße Sie herzlich willkommen in der Gemeinde Lingewaard. Schön, dass wir uns wieder in guter Gesundheit hier treffen. Es ist immer ein Fest, wenn Sie hier sind. Unterwegs hierher dachte ich noch, wie speziell es ist, dass wir in unserer Gemeinde seit vielen Jahren die zweite Delegation empfangen können. Ich habe schon überall die Vorbereitungen für den Durchzug des Viertagemarsches gesehen. Das Blau des Blauen Dienstages und die zweite Fahne. Zweite Fahne. Sie sind mit großer Begeisterung von der Zweis nach Bemmel gereist, um die kommende Woche den 105. Viertagemarsch von Nimwegen musikalisch zu unterstützen. Es ist für Ihnen Vorstand unter Leitung von Ihren Dirigenten Davide de Stefani sicher eine große Ehre, um die zwei zu vertreten. Und für Sie, Herr Usmarty, Staatspräsident von Chor, ist dies sicher eine ausgewählte Möglichkeit, um die zwei international bekannt zu machen. Schließlich ist der Viertagemarsch von Nimwegen überall in der Zweit ein Begriff und seit über 60 Jahren ist die Zweite Armee ein beliebter Teilnehmer. Und als Erinnerung an diese Woche möchte ich gerne ein Geschenk überreichen an Herrn Usmarty, Staatspräsident von Chur, und Oberst Ambros Notz habe ich auch ein Geschenk. Kommen Sie bitte nach vorne. Für die Mitglieder vom Komitee Zweite Woche Bemmel, Frau Dini de Dorsthorst, Frau Nicole Tolbom, Herrn Erik Driessen und Herrn Theo Giese habe ich eine Kleinigkeit als Dank für Ihren großen Einsatz, um die Woche erfolgreich verlaufen zu lassen. Kommen Sie nach vorne. Zum Schluss wünsche ich Ihnen allen viel Erfolg und wenn Sie am Samstag wieder nach Hause zurückkehren, hoffe ich, dass Sie noch oft an Lingewaard und an Bemmel im Speziellen zurückdenken werden. Darum haben wir auch für die Musikanten ein Andenken mit niederländischen Köstlichkeiten. Ich danke Ihnen sehr.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Vertreter des Vorstands der Gemeinde, sehr geehrter Herr Gemeindesekretär, geschätzte Oka-Präsidentin Libettini, geschätzte Vertreter der Gemeinde, liebe Gäste auch aus der Ferne da, ein wenig nach hinten, meine Damen, geschätzte Stadtmusik, ich freue mich sehr, heute ein paar Worte an Sie richten zu dürfen. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Sie verzeihen mir, dass ich auf Schriftsprache spreche, nicht das Dialekt verwende von Chur. Aber ich kann Ihnen versichern, ich spreche zwar nicht Holländisch, aber ich trinke Holländisch. Heineken, Amstel, die bekannten Biermarken, die wir auch gerne in der Schweiz trinken und auch in der Schweiz beispielsweise produziert werden. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Es ist uns eine Ehre und ich bitte Sie auch nach vorne für ein Geschenk. Möchte ich mich nochmals bedanken beim OKA, insbesondere beim ganzen Vorstand des OKA und stellvertretend darf ich dir, Tine, ein Geschenk überreichen. Bei der Begrüßung heute habe ich erfahren, es ist in Chur genauso, dass die wichtigste Person der Gemeindesekretär ist. Er sorgt dafür, dass Ordnung herrscht und dass eine Gemeinde funktioniert. Und wir Politiker, liebe Frau Bürgermeisterin, wir Politiker nutzen gerne die Dienstleistungen unserer Sekretäre und stellvertretend für die ganze Gemeinde überreiche ich ihm, wir sagen dem, ein Zwirri sozusagen, es hat Verschiedenes um zu essen und er kann das mit der ganzen Gruppe von deinen Männern, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, lauter Männer, die da dich unterstützen. Und ich gebe ihm gerne noch ein kleines Geschenk der Stadt Chur. Wir sind am Ende von dem offiziellen Teil. Aber dann kommt ein schönes Moment. Wir möchten gerne ein Foto von allen zusammen. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.